Servus und Moin Moin, ihr Lieben. Heute geht es um das Thema Deutschland versus Österreich. Ich habe nämlich eine Kooperation mit Babbel am Start, eine Sprach-App, mit der ihr Sprachen ganz einfach on the go lernen könnt. Nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich wohne nämlich seit über 7 Jahren in Deutschland, viele von euch wissen es. Und ich habe immer noch Verständigungsprobleme. Und manchmal geht es um das ein und dasselbe Wort, das einfach in Deutschland was anderes bedeutet als in Österreich. Aha. Wenn ihr die Probleme kennt, lasst einen Daumen nach oben da. Los geht's. Das Wort Kasten. Brust. Ja, Kasten ist bei uns ein Schrank. Ich habe früher nie Schrank gesagt zu meinem Kasten. Man sagt halt, ich habe mir einen neuen Kasten gekauft. Wenn ich das in Deutschland sage, dann wollen alle meine Freunde zu Besuch kommen, weil sie denken, ich habe mir einen Kasten Bier gekauft. Abgehen. Abgehen. Dum, 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 dum. Also abgehen sagt man bei uns natürlich auch für Party machen, aber abgehen bedeutet eigentlich, so benutzt man es meistens, man vermisst etwas oder jemanden. Zum Beispiel in der Kindheit habe ich immer so viel im Sandkasten gespielt, das geht mir voll ab. Das ist körperlich, das ist wirklich, ja, das ist was Intimes, was Persönliches. Vermissen ist so technisch irgendwie. Apropos abgehen, meine Heimat geht mir manchmal auch echt ab und ich war gerade letztens in Wien und da habe ich mir gedacht, ich schnappe mal meinen Papa und meinen Freund und frage sie, was eigentlich so typische Missverständnisse zwischen Österreichern und Deutschen sind. Hallo! Viertel vor versus Dreiviertel. Ja, das irgendwas. Ist echt fies. Bei der Uhrzeit. Viertel vor, das geht ja noch. Ich glaube, das verstehen noch alle, aber wenn wir dann auspacken mit Viertel fünf. Das ist spezifisch wienerisch, ja. Weil die Oberösterreicher verstehen unter Viertel fünf, Viertel sechs. Also Viertel nach fünf. Ist das der Grund, warum ihr so unpünktlich seid? Oder? Wahrscheinlich ist es der Grund. Naja, damit halten wir uns immer gewisse Reserven. Ja. Am Anfang war das eine super gute Ausrede dafür, dass ich immer zu spät komme. Mittlerweile komme ich immer noch zu spät. Und ja, nach 7 Jahren, die man in Deutschland lebt, da geht es nicht mehr ganz so durch. Tja. Das Wort angreifen ist eins meiner Lieblingsmissverständnisse, weil es wirklich so was ganz, ganz anderes in Deutschland bedeutet. Angreifen bedeutet sich berühren, sich anfassen in Österreich. Und das ist halt was Persönlicheres. Das klingt so komisch, aber es ist viel persönlicher als fass mich an oder berühre mich, sondern greif mich an. Das ist auch so ein Wort, das sagst du einfach immer. Ich habe früher nie gesagt berühren oder anfassen. Aber wenn ich jetzt in Deutschland bin und ich sage mal zu jemandem, Entschuldigung, dass ich dich angegriffen habe, dann ist die Person meistens verwirrt. Und wenn ich jemanden wirklich angreife, also so deutsch angreife, ja, sagst du dann? Auch angreifen. Aber kannst du vor Gericht dann zu ganz schönen Missverständnissen kommen. Oh! Das Wort Bankomat. Bankomat? Hat das was mit Donald Duck zu tun? Ja, das Wort Bankomat gibt es eigentlich nicht wirklich in Deutschland. Also es ist halt, es klingt ein bisschen wie so ein Spielzeugwort. Mein Freund sagt halt immer, das klingt, als würde es aus einem lustigen Taschenbuch kommen. Ich weiß nicht, vielleicht benutzen sie es auch. Es ist einfach eine Zusammensetzung aus dem Wort Bank und Automat. Aber für mich ist es halt einfach ein Wort für einen Geldautomaten, weil Geldautomaten würde nicht auf die Idee kommen, das ist ein Bankomat. Bis ich gecheckt habe, wie die Deutschen das richtig sagen, das hat bestimmt 2 Jahre gedauert. Ja. Also wir bezahlen mit der Bankomatkarte, nicht mit der EC-Karte. Und auch das, bis ich gecheckt habe, was denn überhaupt eine EC-Karte ist. Ich bin 7 Jahre, lebe ich jetzt hier. Jetzt hat mir gestern der Simon, mein Freund, erzählt, dass EC von Electronic Cash kommt. Ich habe mich immer gefragt, warum sagen die Deutschen, sind cool, die sagen EC-Karte. In Österreich kann auch niemand, wirklich niemand, was mit dem Begriff EC-Karte anfangen. Wenn jetzt ein Deutscher nach Österreich kommt und gerne eine EC-Karte bezahlen möchte, ist der Österreicher verwirrt. Was meint er damit? Eine Bankomatkarte. Richtig. Hättest du das erraten? Nein. Aber es ist so. Ich habe es dir verraten vorher schon. Beistrich, das Wort Beistrich gibt es nicht direkt im Deutschen, aber die Deutschen können sich was darunter vorstellen. Die meisten denken, es hat irgendwas mit am Strich gehen zu tun oder beim Strich oder auf einem Strich oder also irgendwas mit Strich. Jetzt klär uns auf, was heißt das? Ja, es ist ein Komma. What? Im Österreichischen sagst du Beistrich für das Komma. Komma gibt es nicht, das ist für mich ein komplett englisches Wort. Frankfurter. Frankfurter halt, jemand, der aus Frankfurt kommt. Nein, Frankfurter sind bei uns in Österreich Würstel, um genau zu sein, das, was in Deutschland Wiener Würstchen sind. Aber ich glaube, das wissen eh viele, oder? Bei uns kriegst du auch Frankfurter im Kaffeehaus mit Senf, mit ein bisschen Creme und natürlich einer Semmel. Aber wir haben auch andere Würstelnamen und manche klingen, glaube ich, für den Deutschen ziemlich grauslich. Wenn du jetzt eine Käsekreiner haben willst, dann müsstest du was das sagen. Das kennst du, das habe ich dir schon mal gesagt. Eine Käsekreiner ist eine Bohnenwurst mit Käsestückerl drinnen. Oh. Bitte eine Eiprecke.
Eindringen mit einem Blech. Wow. Ja. Das klingt so eklig. Und wenn, du dazu ein Blech bestellst, dann bekommst du was? Ein Schnaps dazu? Ein Bier. Simon, das weißt du doch. Apropos Würstel, was ist eigentlich euer Lieblingswürstel? Schreibt es mir in die Kommentare. Also bei mir ist es die gute alte Bratwurst. Was ist ein Fetzen bei euch? Sieht man doch, ein Fetzen halt. Ein Stück Stoff. Genau, ein Stück Stoff. Bei uns ist ein Fetzen, ein Putzfetzen kann das sein, das ist, was in Deutschland so ein Lappen sein kann, also so ein Putzlappen, Putzfetzen. Und wofür man es auch benutzt, ist halt, ich habe einen Fetzen geschrieben, also wenn man eine 5 auf eine Arbeit schreibt. Extra Wurst, ja, also ich hätte gerne den Salat, aber bitte ohne Zwiebeln und dafür statt dem Reis Quinoa, aber bitte das Ganze laktosefrei. Ach ja, und ohne Fett. Ja. Und kann ich noch ein Wasser haben, aber bitte nicht aus der Leitung, ne? Und ohne Sprudel. Danke! Also extra Wurst oder im Deutschen extra Wurst ist ja eigentlich, bedeutet ja im übertragenen Sinne, man will sich irgendwas rausnehmen und man bekommt die extra Wurst. Und bei uns ist eine extra Wurst eine echte Wurst. Ja, bei uns gibt's die extra Wurst. Ich sag dir, das ist der Grund, warum die Lebensqualität so hoch ist bei uns, weil du einfach eine extra Wurst kriegst. Immer, wenn du sie willst, kriegst du sie. Die Wurst in Deutschland, die da am nächsten dran kommt, glaube ich, ist eine Leona-Wurst. Als Kind haben wir regelmäßig extra Wurstsemmeln gegessen, weil das war so der Klassiker. Eine Semmel mit ein bisschen Butter, vielleicht noch einem Stück Gurke. Und extra Wurst drin. Also Leute, macht's nicht so wie ich und lernt eine Sprache lieber gleich richtig. Zum Beispiel mit der Bubble-App. Die könnt ihr euch ganz einfach holen unter dem Link in der Infobox und dann bekommt ihr für ein 6-monatiges Abo 3 Monate geschenkt. Also ihr kennt das bestimmt, ihr seid irgendwo unterwegs, im Zug oder so und dann ist einem langweilig. Und dann ist es doch perfekt, wenn man die Zeit nutzen kann, ganz spielerisch eine Sprache zu lernen. Das mache ich jetzt auch immer. Ich frisch gerade mein Business-Englisch auf und fange wieder mit Spanisch an. Weil da war ich mal echt gut. Das, was die Deutschen und die Österreicher trennt, ist die gemeinsame Sprache. Ja. Ja, schön gesagt. So, Leute, direkt auf dem Simon könnt ihr 2 weitere Videos schauen. Hier auch auf mir drauf ein bisschen, gell? Direkt auf dem Simon könnt ihr 2 weitere Videos schauen und hier bei uns könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Bussi! Bussi. Bussi.